Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Let's Retro. Ja, das Let's Retro heißt Google Deutschland. Nein, natürlich nicht. Ich wollte euch einmal was zeigen. Wenn ihr Langeweile habt und gerade irgendwie kein Emulator auf eurem Laptop oder sowas, ja, bei mir ist das meistens die Uni, in der Vorlesung. Ich weiß, man sollte eigentlich zuhören. Ja. Gibt es hier virtualnes.com? Oh, nein, die Seite soll nicht übersetzt werden. Danke. So, und hier seht ihr auch schon eine Menge an Spielen hier oben, das ABC, welche Spiele ihr halt spielen wollt. Meistens sogar mit Bild, Grafik, Vorschau, whatever. Und wir spielen Mega Man Teil 1. Yeah, kein Java-Plugin. Warum nicht? Ach, Genehmigung. Auf dieser Webseite bitte immer ausführen. Ja. Seht, auf meinem Heim-PC spiele ich hier eigentlich gar nicht. Das heißt aber nicht, dass man. Genau, er lädt. Und wir sehen uns gleich wieder. Also, wir gehen rein. Wir sind immer noch auf virtualnes.com. Ich habe jetzt nur mal reingezoomt. Und irgendwie geht es gerade nicht. Hallo. Ah, Press Start. So, jetzt geht's. Krasse Scheiße, ist das laut. Alter. Boah. Krass. Das wird mal einfach ein bisschen laut. So, wir fangen an mit Cutman. Ich hoffe, das war richtig. Ich habe keine Ahnung mehr. Mega Man 1 habe ich eigentlich nie gespielt. Aha, schießen kann ich schon mal nicht. Ach, das ist schon wieder umgestellt. Alles klar, so, jetzt geht's. Was bist du? Was bist du? Wow, what the? Ich kann nicht sliden. Ah! So. So Ewigkeiten her, dass ich dieses, dass ich allgemein Mega Man gespielt habe. So. Safe States gibt es hier natürlich nicht. Ist ja alles in Java. Das heißt, wir werden das jetzt so durchspielen müssen. What the? So. Ach Gott, ey. Was mach ich denn hier? So. Ich glaube, diese roten Dinger bringen eh nur Punkte. Also sind vollkommen useless. Nein! Ach Gott. So, geht auch so. So. Ach, kommt. Ah! So. Mein Gott. Hey, das ist doch das gleiche, was wir gerade schon machen. Das Problem ist an dieser Java-Anwendung, dass das Spiel manchmal übelst slowdownt. Wow. Au. Oh Gott, was mache ich denn? So.
So. Jetzt kommen ja wieder die Cutter. Geht doch. Die sind auch scheiße fies, die Dinger. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke. Und hier. Boah. Das Ding tötet einen so ziemlich sofort. Übrigens, ich habe noch nie gesehen, dass es in diesen Zwischengängen noch mal irgendwie Mobs gab. Das gibt es, glaube ich, nur bei diesem Spiel hier. Kann ich aber auch irren. Cool, wie er mich verarscht. Ja, schön. Mann, Mann, Mann. So, nochmal. Boah. Boah. Jetzt aber. Ja, danke. So. So, nächste Stage. Sehen wir im nächsten Teil von Let's Retro Mega Man. Tschüss.